Hallo Leute, mein Name ist Sozialer Inzog und damit herzlich willkommen zur letzten LP-Folge von Widget. Ja, diese Woche will ich einige LPs endlich abschließen, denn es erwarten eine Menge neue bald. Und so langsam muss ich somit die Überraschungsbox leeren. Und Witches ist eins davon. Die letzte Fähigkeit wurde im Livestream, dem 95. freigeschaltet. Und genau die testen wir jetzt an. Und spielen das Spiel einfach so. Und ich würde mal sagen, wir nehmen den Creative Mode. Und testen ein paar Sachen an. Hier können wir nämlich die Maps aussuchen, die noch nicht da waren. Oder das haben wir besser gesagt noch nicht ausgetestet. Und hier haben wir Fässer, die wir verplätten können. Ach, schon kapiert, das ist ein Herstellmodus. Aber man kann komischerweise nur Fässer platzieren. Wie blöd ist das denn? Achso, man kann all die Items platzieren, die man über Spiel gesammelt hat. Interessant gemacht. Das war der Creator Code. Ich werde vermutlich da noch ein bisschen rumspielen, in privat, und die Maps dann in einem Livestream oder so antesten. Es gibt auch Custom Matches. Auf verschiedenen Stages, aber inzwischen wurden alle gezeigt. Im Livestream gab es zum Beispiel diesen Stage. Somit sind schon alle durch. Dann gucken wir nach einem Quick Match nun. Übrigens ist Widget ein Teil des großen Maxi-Purs-Projekts, das irgendwann ich bringen werde. Es ist ein kleiner Mini-Livestream. Da werden hauptsächlich Spiele kommen, die auf Maxis Kanalen gelaufen sind. Ja, ich bin einer der Abonnenten, die schon lange bei Maxi dabei sind. Besser gesagt seit dem Anfang. Ich liebe einfach Funny Moments. Oh, da war jemand. Ja, hier. Der Seestern. Ich weiß immer noch nicht, wie der aufgeladene Schlag geht. Und mit der Next Round testen wir dann die neue Fähigkeit aus. Das ist dieser Saugteil, was mit dem Halloween-Update damals kam. Ich werde vermutlich noch meine eigene kleine Wandermap machen und so weiter und so fort. Also da werde ich schon was mir überlegen. In den Creator Mode. Okay, nur noch eine übrig. Dann ist ja gleich schon zu Ende. Das ist wohl die Mitsucher-Aktion. Lol, wie sieht der denn aus? Seht euch mal den an. Napoleon in komplett lila. Heieiei. Und apropos, falls welche diesen Part sehen und Drankest Bilders geschaut haben, diese Woche kommt auch dort die letzte Folge. Ich werde die Demo abschließen und ihr könnt euch wünschen, was ich da nochmal machen soll. Denn die letzten Gemüsesachen finde ich leider nicht dort. Und die Hunters gewinnen. Dann spielen wir heute eben den Mitsuchermodus.
Okay, die nächste Map ist. Wen hatten wir weniger? Die Ice Map hatten wir weniger. Und hier ist die neue Fähigkeit. Das war dieser Saugteil. Der Stampfer ist leider Müll, deswegen nehme ich den Haken. Poches. Lassen wir diesmal raus. Auf dieser Map ist es nämlich nicht so praktisch. Und ich sehe kaum was. Hier habe ich mich schon einmal versteckt. Mal gucken, ob es nochmal klappt. Eindeutig nein! Haben die mich erschrocken? Die Antwort war eindeutig nein. Was zum Teufel war das denn? Der ist auf mich gelandet und ich war sofort platt wie ein Pfannkuchen. Junge, damit habe ich mal gar nicht gerechnet. Das Gerät funktioniert übrigens so, wenn eine Witch dabei ist, saugt es die Dinge weiter, die Sachen an. Aber wow, ich habe nicht damit gerechnet, dass ich instant die geplättet werde. Ganz ehrlich. Oh, hier sind Pilze irgendwo, aber wo ist die? Aha, hier irgendwo. Der Käse! Hab ihn! Das scheint sogar erwischt. Mit dem Saugteil hat er nicht gerechnet. Wo, 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 wo? Wo ist sie? Oh, falsch gedrückt. Noch eine. Sozusagen ist das eine Saugversion vom Huhn. Das Huhn bemerkt ja die ganzen Leute, aber ich kann die Gegner eben noch dran saugen. Jetzt haben wir wieder diesen gummigen Napoleon-Typen. Und immer da ist was. Warum darfst du da so? Sieg. Hoffentlich halt nicht verloren, aber immerhin wurde ich gleich zum Anfang zerstampft. Einfach so. Platsch. Da passt gut der Soundfall extra sick. Die Bibliothek, ein guter Versteckort. Man muss aber beim Kamin aufpassen, da kann man verstecken. Und wir nehmen natürlich dasselbe Equip wieder. Ist falsch, schreibt jemand. Die Fänger spawnen ja in dem Raum, immer. Hier gibt es ja auch ein Labyrinth.
Und hier kann man prima mit den Pilzen touren. Sie hatten dieselbe Idee. Oh, war ja, da hat's schon einen erwischt. Eine Frucht unter der Bank, alles klar. Die Krähe hier. Ich habe übrigens den Skin vom letzten VR-Chat-Stream an. Kommt ja noch einer. Bald ist das Event zu Ende. Auf meinem Kanal. Dann kommt der zweite Kanal. Diese Krähen, ich glaube, die geben Tipps wie in Secret Neighbor. Ich glaube, die sind im falschen Game. Hä? Wer lacht da? Ist ja noch eine weitere Hexe oder wie? Ich hab nichts gedrückt. Zum Glück ist noch keiner ins Labyrinth gegangen. Aber hier ist jemand. Ja. Hier ist jemand und flieht. Weiter Apfel. Und der weiß jetzt meinen Standort bestimmt. Das ist sehr unnatürlich. Na super, der verrät mich noch. Oh weia, die sind hier im Labyrinth. Die sind im Labyrinth. Da heißt jemand Landbrick. Fast wie Labyrinth. Am Ende bin ich wieder die Letzte. Bitte no, bitte no, bitte no. Boah, ist das Nervenkitzel. Und ich glaube, der eine, der gestorben ist, hat mich gesehen. Und das ist ja Fängerfang mit. Das ist ja Suche. Versteckerfang mit. Und bisher haben die mich noch nicht entdeckt. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Da oben ist einer. Pilze, ja! Die Pilze, die Pilze! Tschüssi! Nein, am Ende haben sie mich noch nicht. Am Ende. Na, wenigstens habe ich gewonnen. Das Spookhaus. Wäre auch mal eine Map, die ich schon selten hatte. Da oben die Kerzen wären ein schönes Versteck. Aber auch auffällen, fand. Ich weiß ja nicht, was ich werde.
Ich bin ein Jäger, diesmal. Wow, was für ein Pirate. Hier ist jemand im Urlaub-Feeling. Lol, da hat mir jemand einen Jumpscare verpasst. Das heißt, jemand, der in die Richtung ziehen kann, ist vor Ort. Ich sehe ja, wo der Jumpscare ungefähr hinfliegt. Da sind Pilze aufgetaucht. Diese Kiste ist ein Faker. Okay, ein Jumpscare. Das heißt, hier ist wer. Könnte er leider so gut wie alles sein. Nix. Nix. Wenn das ein gutes Versteck wäre. Hier sucht keiner. Noch eine übrig, alles klar. Und wir haben nur noch 40 Sekunden. Kommt sie jetzt auf den Kerzenleuchter in der Kirche? Ich untersuche das lieber. Wo war der? Keine Ahnung, aber er war auf jeden Fall gut versteckt. Und ich kriege ein Wort. Screenshot her, alles klar. So, der Stand bitte. Super, dann kriegen wir den jetzt ja auch in einem Part. Damit haben wir alle in einem Part verfügbar.
lass das Saugding ausgerüstet. Mal gucken, was ich diesmal wieder bin. Die Strandmap ist natürlich mies mit ihrem Wasserbereich, allerdings nur, wenn man sich auch da richtig verstecken kann. Ansonsten fail. Eigentlich wollte ich dahinter, aber das klappt leider nicht. Jetzt habe ich's. So, liegen. Gut. Muss ich nur hoffen, dass ich nicht entdeckt werde. Somit bin ich ein bisschen geschützt. Wird schon schief gehen. Schummelmummel, was für ein Name. Ich mich gleich drum kümmern. Oh shit! Genau in der Sekunde. Na, dann kann ich mich ja gleich darum kümmern. Ja, der Standball. Oh shit, ich bin in den Pilz gelaufen. Schon wieder. Fräulein Eiskönigin ist die letzte Witch. Ja, Elsa ist eine Witch. Okay. Wo ist der letzte? Hängt er an der Palme? Hier ist sein gekonnt. Man könnte sich natürlich mit der Morph-Fähigkeit irgendwo rangehangen haben. Deswegen checke ich die Palme jetzt nach. Keine Ahnung, wo der letzte ist. Der geht auch nicht auf Risiko. Geht raus jetzt. War der letzte. Keine Ahnung.
sagen, letzte Runde. Danach ist der Part zu Ende. Wir tun uns noch ein einziges Mal in die Schlacht ein. In diesem klassischen Gebäude. Viel dunkler ist als früher. Und wir sind einer der Jäger. Und einem hier kann man ganz miesen Puls platzieren. Boah, die sind am Fenster! Wie wir draußen sind, sind die schon längst weg. Ich hatte kurz eine Hexe. Jumpscare! Mann, die sind alle hier! Wo sind sie? Einen haben wir. Oh, ein Pilz! Ich bin betrunken. Yes, durch meinen Sauger sind die reingeraten. Boah, da oben. Irgendwo. Das kam von da oben. Oh, da war sie. Und sie haben sie schon verfolgt. Gut, ich hab sie. Den Sniper. Mit den Pilzen. Oh nee, da hat mich jemand mit den Pilzen gesniped. Kann jemand echt gut mit den Pilzen snipern? Toll, ich hab ihn. Ich hab ihn durch Zufall getroffen im betrunkenen Modus. Die sind alle hier! Bring einen nach den anderen zu betrinken! Dabei trinke ich gar nichts. Höchstens Kakao. Ich muss irgendwo noch ein zweiterer Sniper sein. Oh. Da unten! Nein! Der hat gesnipert! Oh.
keine Ahnung, was hier für Spieler waren, aber die waren extrem gut da drin, mit den Pilzen zu snipern. Und damit bedanke ich mich bei allen Level 7 Errungenschaft, danke. Fürs Zusehen dieses LPs. Ab sofort wird es nur noch als Livestream-Projekt vorhanden sein. Bedanke mich bei allen, bleibt sozial, lasst ein Abo da und bye!